Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir waren gerade bei Rossmann und ich habe meine Schön-für-mich-Box abgeholt. Die kostet eigentlich 50 Euro, steht da drauf. Nein. Ja, auf jeden Fall haben wir die abgeholt. Ich habe 5 Euro bezahlt und ich bin gespannt, was drin ist. Ich habe das schon aufgemacht, aber nicht komplett. Nur die Schleife oben drauf. Also, so sieht das aus. Klar, die Schleife war zu, ne? So. Und über die Hälfte kommt ins Verlosungspaket. Ich werde das aber mischen mit dem anderen. Also einmal schön für mich. Hier sind, glaube ich, alle Sachen, die drin sind. Dann ist das so eingepackt mit diesem Sticker. Das steht schön für mich. Nina, Baba ist auf Klo. Das stimmt echt. Wenn du ein Kind hast, kannst du nicht mal in Ruhe auf Klo gehen. Das hat meine Mutter immer damals gesagt. Das stimmt 1:1. Also als erstes ist hier ein Gesichtspeeling-Pad drin. Das sehe ich das erste Mal. Ich zeige euch gleich auf jeden Fall, was ich davon verlosen werde. Und hier muss man sehr wahrscheinlich die Hände dran. Und dann, das ist das. I love Sommergefühle. Das ist einfach so eine Broschüre. Dann haben wir hier von Altera Naturkosmetik Lippenöl Bio Himbeere. Also das ist die Rossmann Eigenmarke. Dann, wo soll ich anfangen? Das ist ein Nagellack von Love. Und zwar der hier. Dann haben wir hier eine Maske von Rival de Loop, Aktivkohle. Was denn? Dann haben wir hier ein Duschschaum mit exotischem Lemongrasöl und Verbenenextrakt von Wellness and Beauty. Einmal das. Dann haben wir hier ein Wasserspray, Hydro, sofortige Erfrischung für Gesicht und Körper von Isana. Dina, was hast du? Dann haben wir von Star Wars für Frauen. Was ist das? Auch sowas wie ein Bodyspray, denke ich mal. Jetzt nehmen wir das. Und zum Schluss, nee, das vorletzte. Auswaschbare Haartönung mit Shea Butter und Arganöl von Knight & Wilson. Das. Und als letztes von Altera Naturkosmetik so eine Lidschatten. Also Lidschatten. Ich will das jetzt nicht aufmachen. So. Das war's. Thank you.
trying hard to get back at it, but no one knows where I'm going. Yeah. Running around like a jaguar, now I'm headed back to the tropics. Going hard for my fam, yeah, now I'm headed back with the profits. So, unser Essen ist fertig. Reis mit Fassolie. Nina hat schon gegessen. Ne? Hm? Wie siehst du aus, Choban? I was a lion, lion. A boy, boy, Javi, Tobo. Christian, was war Balenen? Moja, der Rangerobo. Was ist so ein Ede? A boy, Jabra, Odirobo. A Razamani, Erdobo, Men. Nina, Bo, Ali, Gerdam. Nina, Lena, Ashtana. Schön, dass du da bist. Die Hacken und die Spitzen, die wollen mich nein, nicht. Hände waschen. Hände waschen, Hände waschen, muss ein jedes Kind. Hände waschen, bis die sauber sind. Doch sind die Hände sauber, ja doch nein, da ist kein Handtuch da. Was müssen wir machen? Warum müssen wir die schütteln? Und jetzt die Haare. Haare waschen, muss ein jedes Kind. Haare waschen, bis die sauber sind. Doch sind die Haare sauber, ja doch nein, da ist kein Handtuch da. Die waren es immer dabei. Da, wo dein Gesicht ist, mache ich Smiley. Nein, ich habe dein Gesicht nicht aufgenommen. I wanna hold you close, but you know my mind is torn up. I never thought it'd be like this. We're like a broken record. Cause we always mess it up, even though we say we never do that. So here we go, acting like we do. We say things that are not true, but somehow I'm still here. Hallo erstmal. Was geht's ab, Leute? Wir gehen jetzt was essen. Ich weiß wohl noch nicht was. Der Herr entscheidet gleich. So. Ah, wir haben uns seit langem nicht mehr gesehen, ne? Habt ihr mich vermisst? Ich glaube schon. Ja, Leute.
Kaum lasse Zeit, kurz zu diesem Heimatladen. Wir sind jetzt Arcade. Und wir wollten was Kleines essen, weil Madame zu Hause kocht. Und Lena hat ein bisschen gespielt. Lena! Hier gehst du rein. Schatz, wohin? Ich dachte, wir gehen was essen. Oh, Klamotten. Alles für dich, Lena. Und es gibt Leute, die einfach zu Hause kein zu tun haben. So. Und reden einfach Müll. Lena soll mit Kindern spielen, Lena soll rausgehen, Lena soll das machen, Lena soll dies machen. Leute, wie behindert seid ihr? Ihr seid nur 13, 14, 20, 30 Minuten von unserem Leben. Und den Rest wisst ihr nicht, was wir machen. Lena hat auch natürlich Freunde, aber wir wollen halt nicht zeigen. Ich hab's ja... Mama, nur die zwei Sachen. Welche zwei Sachen? Also eher das. Wow, das ist Unterhose, Bobby. Du brauchst doch keine Unterhose. Noch nicht. Noch nicht. Lena? Yep. Ah, Freddy. So, dann sag was und... Wir zeigen euch, was wir essen. Ach, gute Mama bleibt. So, wir haben jetzt Essen bestellt. Also Madame hat Falafel bestellt und ich habe seit Monaten keinen Döner gegessen. Ich habe Bock auf Döner. Wow. Und für Lina wie immer ein kleiner Pommes. Viel. Salate, Tomaten und Gurken, ne? Nur Tomaten und Gurken. Eisbeersalat und Salzi die Brehme. Na ola. Bak o kherigim. Best tushi de zanim. O Türke. Mahavale de yam. I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you. All the words that I'm gonna say the next time that I see your pretty face. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. It's what you do. Wasting time, spending my days with you. It's what you do.
It's what you do to me, making my head spin in circles. And how you move when your body's giving me purpose. So just quit my job, stop wasting time. I'm spending my days with you. It's what you do. It's what you do. Zu Hause. Unser Ventilator ist an, also wenn euch jetzt dieses Hintergrundgeräusch stören sollte, wisst ihr Bescheid. Ich wollte kurz mal zeigen, was wir jetzt gekauft haben. Lina hat so ein Stickerbuch bekommen von Ernstings Family für 2,49 Euro. Ja, mit Tieren drauf. Sie liebt ja Tiere. Dann haben wir einmal Pampers gekauft. Das hatten wir wieder nötig. Lina hat nur noch 7 Stück. Dann einmal Feuchttücher. Und bei Ernstings Family ist momentan auf jede reduzierte Ware nochmal 30%, kriegt man extra. Da habe ich für Lina für den Herbst ein paar Sachen gekauft. Ich zeige euch die mal kurz. Alles in Größe 92. Ich sage jetzt die normalen Preise und davon nochmal 30% abgezogen. Ja, also einmal das, Größe 92 für 3,99. Also jetzt nochmal 30% weniger, ne? So, mit schönen Schmetterlingen. Es gab auch nicht mehr so viel. Dann das, das sieht aber so, das fällt voll klein aus, habe ich das Gefühl. Das ist Größe 110, 116 für 1,99. Aber das sieht echt klein aus, auch wenn ein bisschen länger ist, wenn ich schnitt, ne? Nur dann nehmen. Guck mal, du musst es ja abmachen und kleben. Wie hast du da? Ja. Wow, eine Biene. Warte. So, dann haben wir für Lina Happy Sunshine Girl, auch Größe 92 für 3,99. Also ich nenne jetzt wirklich nur die Preise, die draufstehen und dann halt minus 30%. Dann noch ein Oberteil, dieser Stoff ist sehr, sehr weich und schön, ist Größe 86 für 2,99. Das wird dir aber noch passen, denke ich mal. Das kannst du ja auch jetzt anziehen an kalten Sommertagen. Und das für 3,99. Also eigentlich recht viel. Ich finde die sehr, ich finde allgemein Ernstings Family hat eine super Qualität. Also an der Qualität zweifle ich nicht. Dann habe ich über eine App. Wie nennt man das? Was versteigert, und zwar das. Für 5 Euro. Leute, ich dachte mir, das ist was voll Gutes. Und dann kommt das so an. So. Ja, ich habe es aufgemacht. Da drin die Bürste fehlt. Das ist was ganz Kleines. Das ist angeblich so ein Laserteil, womit deine Haare verschwinden. Leute, das ist sowas von billig. Ich dachte mir, komm, das steht 400, 500 Euro. Und dann ist das durchgestrichen und dann kann man halt versteigern. Das ist so ein Bullshit, Leute. Also, das ist die größte, sorry, wenn ich das sage, Scheiße, die ich bis jetzt in meinem Leben gesehen habe. Also, dass sie so die Menschen verarschen, finde ich scheiße. Ich dachte mir, dass so ein, wie nennt man das nochmal? So ein Lasergerät. Und das kann ich halt versteigern. Aber ist nicht so. Naja, jetzt habe ich es bestellt. Ich werde es auch nicht zurückschicken, weil das kommt aus China, wie ich mitbekommen habe. Und deswegen würde es sich nicht lohnen, das zurückzuschicken. Da muss ich ja viel mehr zahlen, als wenn ich das jetzt behalten würde. So, das zu dem Thema. Ihr merkt, ich habe wieder Lust zu vloggen, weil das Wetter kälter geworden. Also was heißt kälter? Es ist halt ein bisschen frischer geworden. Ich muss noch ein Paket wegbringen. Achso, Leute, eure Tauschpakete sind fertig. Eigentlich wollte ich nur 2 Tauschpakete machen, aber die Kisten waren jetzt zu klein, deswegen werden es 3 Tauschpakete. Tauschpakete sind eigentlich Verlosungspakete. Und ich kann jetzt schon mal sagen, also es geht jetzt los mit dem Tauschpaket. Also wenn ihr mitmachen wollt beim Tauschpaket, dann schreibt unten in die Kommentare,
worauf ihr Lust habt, was für ein Tauschpaket wir machen sollen, wie alt ihr seid, weil das geht ab 18, das habe ich euch gesagt. Und ja, das wird dann im Juli starten wir. Wir haben Zeit bis zum 15. Juli und am 15. Juli muss das abgeschickt sein. Also, ja. Yeah. Aber schreibt mir unten auf jeden Fall rein, ob ihr mitmachen wollt und was für Ideen ihr habt. Der dann halt, den ich aussuche, der kriegt dann eine E-Mail von mir. Und ja, eine E-Mail sage ich dann, antworte ich unter deinem Kommentar. Du schickst mir dann per E-Mail nochmal genau, was du dir vorstellst und bla bla bla. Und dann machen wir das. Also, wenn ihr jetzt mitmachen wollt, dann macht mit. Und dann habt ihr bis zum 15. Juli Zeit, das Paket vorzubereiten und schickt mir das dann an die Packstation und ich schicke euch das dann an die Adresse. So, Lina ist jetzt am Essen. Nimm aus! Was esst du da? Das Essen von gestern? Mmh, lecker! So, ihr Lieben, wir haben ein bisschen mit Lina gespielt. Was heißt gespielt? Ein bisschen hier im Stickerbuch Sticker gibt. Leute, das flackert voll, aber das hat was mit der Kamera zu tun. Also unser Fernsehen ist top. Die Monika hat mir das letztens gesagt, eine Zuschauerin, du hast es kommentiert. Und das hat nichts mit dem Fernsehen zu tun, wo ist unsere Fernsehen. Und zwar, das hat was mit der Kamera zu tun, dass das flackert. Mich stört es auch, aber ich kann es irgendwie nicht umstellen oder ändern. Also wenn ihr Tipps habt, gerne her damit. So. Was noch? Hier sind Papa und Christians weg. Und hier den Rest auch. Ich habe übrigens Payback-Coupons bekommen, aber weil ich die nicht so mag. Also ich mag es nicht, den mit mir rumzuschleppen. Deswegen habe ich ja die auch. Habe ich auch die App runtergeladen. Lina hat gerade gegessen, wie ihr gesehen habt. Und mir ist so warm. Mir ist so, so warm. Lina, was machst du? Du fällst runter. Nein, du bist wieder zurück. Inascha. Maus, das macht man nicht. Du scherzen. Ja, Lina hat sich hier wie immer ausgebreitet. Ja, das ist deins. Du bist bar. So, ich räume hier mal ein bisschen auf mit Lina. So Leute, ich sitze jetzt hier und langweile mich. Gegessen haben wir, haben jetzt 8.30 Uhr. Ich hoffe, Lina schläft gleich. Damit ich hier dieses Video bearbeiten kann. Weil ich will ja jetzt nicht mehr so unzuverlässig Videos hochladen. Habe ich euch schon erzählt. Und ja, Auto wird morgen frei. Also heute, wenn ihr das seht. Und wir haben einiges zu tun. Wir wollten noch mal zu einer anderen Wohnungsgesellschaft wegen der Wohnung. Was noch? Ja? Okay. Okay. Komm mal. Da kommt sie. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt eine Runde live. Und dann, werde ich das Video bearbeiten und schlafen gehen. Wir haben jetzt 11 Uhr, aber ich werde noch ein bisschen live gehen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Ciao.